Guten Tag, Glück auf und herzlich willkommen. Wir machen heute weiter mit einem Do-it-yourself-Video. Die Lichtsituation in unserem Eurer ist jetzt etwas unglücklich, will man so sagen. Und da habe ich mir überlegt, ich mache mir hier eine Ambientenbeleuchtung rein. So ein bisschen schön in schick, was zum Dimmen. Das fände ich ganz nett. Und ja, wie ich das mache, womit ich das mache, zeige ich euch jetzt gleich alles direkt nach dem Trailer. Dranbleiben wird spannend. Zumindest für alle die, die auch sowas machen möchten. Das ist das Starterpaket, was ich hier verbaut habe. Gekauft habe ich es bei Hornbach. So, bin natürlich ein mega Freund von Unboxing. Mal kurz gezeigt, was drin ist. Ein LED-Kabel, so ein Lichterband, 3M Klebefolie, Verbindungskabel 12 Volt. Der Touch-Sensorschalter, sehr schön. Klebefolie. Und Pipapo. So. Verbindungselement hier noch, auch mit 3M Klebefolie drauf. Das hier kann ich damit draufkleben, denke ich. Jo. Hier sind noch solche Adapter drin. Um die hier zu verbinden, denke ich. Jo. Alles klar. Bauen wir mal ein. Ja, so, wenn ihr das alles dann zusammengesteckt habt, einmal zum, ja, Kaltlauf, einmal zum Kontrollieren, dann sieht das so aus. Hier ist der Lichtschalter. So, der ist sehr sensibel. An, aus, an. Und wenn man länger drauf drückt, dann fängt er an zu dimmen. Ganz wenig. Und jetzt gleich mal volle Stärke. Jo. So, das ist volle Pulle. Aus. Ist fein. Also, das geht schon mal. Und jetzt wollen wir das hier einbauen. Moment, nehmen wir mal ein bisschen Platz. So, hier drunter soll das jetzt ein schönes, ambientes Licht entstehen. Dazu brauche ich aber noch, so war zumindest die Idee. Ich gehe mal kurz nach hinten, hole mir da was. Brauchen wir so eine Stange bzw. so eine Leiste mit einer, ja, so ein Streublende, sage ich mal so. Da klebe ich die Lichterkette rein da und Strom hole ich mir von diesen Lämpchen. Hier geht ein Loch rein und dann komme ich hier hinten raus, mache das Brett ab und gehe dann da oben irgendwo an den Strom. Das gucke ich mir aber noch an. Da seid ihr dabei. So, ich mache jetzt immer die Vorbereitung, alles freilegen, sodass ich an die Kabel komme. Und dann zeige ich euch das.
Kabel alle soweit gefunden. Da müsst ihr mal schauen, wo ihr bei euch habt. Aber da geht man einfach mal den Schalter nach und dann findet man da auch eine Möglichkeit, was anzuschließen. So, die Leiste, diese hier, die ist 2 Meter lang. Die habe ich mir jetzt gekürzt auf das Maß, was ich brauche. Und da klebe ich jetzt einfach den Leuchtstreifen rein. Und suche mir den ordentlichen Platz aus, wo es hin soll. Und da in dem Falle, ich verschraube es dann da, das soll er da unten drunter. Alles klar, machen wir jetzt erstmal. Ein ganz kleines bisschen fummelig, aber es geht schon. Ne? Ja, so sieht das jetzt aus. Wollen wir noch zusammenbauen. Hier dieses Plastikteilchen da einfädeln und den die Lichtschnur. Wie heißt das denn überhaupt, ey? Ein LED-Stripe. So, nämlich. Okay, mache ich jetzt, zeige ich dann. So. Jetzt ist dunkel hier, ne? Ich habe den Roller mal wieder gemacht. So, schon besser. Ich mache das jetzt nochmal in schön alles zusammen und finish und dann zeige ich es nochmal. Bis dahin ist es dunkel, genau. Und dann können wir es auch schön sehen, glaube ich. Das war es eigentlich vom Prinzip schon. Ambiente Beleuchtung mit so einer Coverschiene, mit ein bisschen Streulicht. Ich finde es schön, ich finde es nett. Viel gemütlicher, weil in unserem Euromobil sind die Lichtsimulationen hier nicht so dolle, nicht so schön. Wir haben ja praktisch nur die 2 Strahler und den Deckenfluter hier und die machen kein wirklich schönes Licht. Ja, wenn es geholfen hat, würde ich mich für einen Daumen nach oben bedanken. Eine schöne Motivation weiterzumachen. Ansonsten würde ich sagen, bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.